bin Hygienefachkraft in der Havelland-Klinik Unternehmensgruppe. Wir führen Compliance-Beobachtungen durch. Da beobachten wir, ob die Mitarbeiter wirklich in dieser Situation ihre Hände desinfizieren. Es wird oft gewünscht, dass wir auch zum Thema Händehygiene Schulungen durchführen. Wenn wir diese Übung mit der UV-Lampe machen, das finde ich immer wieder gut. Wenn man auf Station manchmal kommt, ist man nicht immer willkommen. Das Erstaunliche ist, die meistens nicht so ganz wollten, sind sehr neugierig. Die möchten dann die Daten wissen, die Abklatschproben anschauen. Mit diesen Abklatschplatten gehen wir über die Station, bitten Mitarbeiter, mal ihre Hände dort hineinzudrücken, einfach so wie die Hand gerade ist. Von Aktion Saubere Hände haben wir Poster, die verteilen wir auch auf Stationen, an den Türen. Man muss dieses Thema Händedesinfektion auch immer wieder ins Gedächtnis rufen. Man muss immer wieder schulen. Wir haben ja auch viele neue Mitarbeiter. Es gibt ja Mitarbeiter, die machen das wirklich sehr hervorragend, immer, egal ob wir da kommen oder nicht. Die sind auch sehr erfreut, wenn die dann ihre Ergebnisse sehen und fühlen sich dann auch sicher und wissen, dass sie sich schützen und natürlich die Patienten, was ja an erster Stelle steht.